Bonjour, hier von Strasbourg. Herzlich willkommen bei CSV Europäische Impressionen. Bei mir hier im Plateau sind mein Kollegen Frank Engel und Christoph Hansen. Moin, Kollegen. Bonjour. Auch während dieser Plenarsession hat man ein paar wichtige Dossiers, wo wir hier nur noch drüber gehen. Vielleicht am Vierfeld da, weil wir hatten auch zwei Gäste auf Besuch. Den Präsident Dukanovic von, aus Montenegro. Montenegro, wo Beitrittsverhandlungen oder Bestrebungen für ihren Beitritt schon von 2012 in laufen. Ein bisschen darüber diskutiert. Und dann hatten wir auch den estnischen Premier, den Jüri Tetras, den noch ein bisschen über die Zukunft in Europa seine Visionen durchgelöst hat, wo ich aber muss so, ich meine, die sieht man mal eins, da auch nicht viel Neues zu kommen per Rapport zu denen, nee, die dort hier drin geschwärzt haben. Natürlich die großen Herausforderungen sind bekannt, dass es pro-europäisch reagiert war, dass sie auch noch mittlerweile gewinnt von denen Auftritten. Dann haben wir auch noch über die Spitzenkandidaten ein bisschen diskutiert, war noch mehr intern an der EVP. Ihr wisst, dass wir seit 2014 da eine Prozedur haben, wo eigentlich den Spitzenkandidaten von den einzelnen politischen Gruppierungen, von den einzelnen politischen Parteien an die Rennen geht für die Europawahlen. Am Lissabon-Vertrag als ein Hinweis darauf, dass das so konsideriert in das Resultat für dann den Kommissionspräsidenten herzustellen. Wie seht ihr das? Da haben wir zwei Kandidaten. Vielleicht, Christoph, was hältst du davon, dass die sich präsentieren? Bei uns, Manfred Weber, kennen wir schon lange. Dann Axel Alexander Stupp war auch bei uns auf Besuch. Wie ist deine Impression? Ich meine, definitiv ist es wichtig, dass man mehr wie ein Kandidat hat, weil man muss sich auch können über die Inhalte schwätzen. Dann haben wir zwei Kandidaten. Ich hätte lieber, wir hätten da drei, vier, dann hätten wir vielleicht eine bessere Vue. Ja. Und wir hätten noch mehr Optionen, für noch, zu gucken, wen aus einem Programm die richtigen Punkte. Und ich meine, wir haben zwei valable Kandidaten. Das ist auch möglich, dass andere Kandidaturen noch kommen. De Michel Barnier war ja auch eine Zeit gehandelt, den hat er konfirmiert, dass er das nicht möchte. Auch wahrscheinlich, weil er von daheim aus nicht den nötigen Soutien hat. Das ist natürlich auch ein valable Kandidat gewesen. Ja, absolut, absolut. Den am Kader von den Brexit-Verhandlungen auch ein ganz gutes Match da möchte. Da muss man natürlich gucken, wen du noch dabei könnt. Und wir werden dann zu Helsinki am November werden wir dann in Adais aufstimmen, wen du das beste Programm oder wen du die am besten Leute bei dir bringt. Manfred Weber ist also schon ein bisschen mehr bekannt, den Alexander Stupp Manner. Frank, du vielleicht wieder zu singen, Person, was ist denn für politisch Laufbahn handelt sich? Ja, aber das ist so Finn. In Finnland geht es. Politische Biografien, die ein bisschen ähnlich sind, DAX wie bei uns. Das hört mit der Konfiguration von der finnischen politischen Landschaft zu denen, wo es wirklich keine richtig große Partei mehr gibt, wo Koalitionen zu zweit sind, in langer Zeit am Anfang kein Thema mehr sind. Die stärkste Partei in Finnland könnte man 20% oder so aus Wahlen raus. An Döner muss man da gucken, dass man irgendwo die Majorität kennt. Das heißt, Koalitionen gehen mehr an gehen dann auch im Genert bei der nächsten Region, sodass ich ganz sicher kann, je nachdem, wie die Parteien zusammenfallen, ganz viel gehen. So werden Alex Minister für vieles und kurzzeitiger Premierminister. Und zwar nachdem Jyrki Katainen als Premierminister demissioniert hat, für an die Europäische Kommission zu gehen. Das Wahlresultat von ihrer Partei bei der nächsten Parlamentswahl wäre aber dann nicht so, dass sie an der Position gewesen wäre, für eine Majorität zu feiern. Sodass man sich dann noch an der halb drei zurückgezogen hat in der finnischen Politik für den Vizepräsident von der Europäischen Investitionsbank. Also so ein relativ färbig politische Karriere, wie man es in Finnland fand. War auch schon ein Jahr im Europa. War auch vier Jahre vom Europäischen Parlament. Und das ist für mich ein Tipp, den klassischen nordischen Liberalen aus. Was dann von gut bei uns passt. Das sind Leute, die bei der Rechtsstaatlichkeit kein Aufstrecher mehr haben, die ein anständiges Werte- und Koordinatensystem haben, ohne aber total dogmatisch ihre Lebensmodell andere Leute wollen auf Pilz zu schlagen. Ich muss sagen, dass ich mich mit den zwei Kandidaten eigentlich im Moment ganz wohl fühle. Christoph hat gesagt, die Frist läuft nach, ich meine, bis zum 17. Oktober oder so, für festzustellen, ob danach dabei kommen. Wenn nicht, dann haben wir da mal ein Offer, die besteht aus einem klassischen Kandidaten im Sinne davon, dass der auch schon mal Minister und Regierungschef war, an einem unklassischen Kandidaten, der Manfred Weber, an dem Sinn, dass er noch nie eine Exekutivposition hat.
Das will aber nicht heischen. Weil an Ländern, die mit absoluten parlamentarischen Majoritäten funktionieren, zum Beispiel, ist total normal, dass ein Oppositionschef Premierminister wird als Parlamentarier. Ohne je für den Minister gewesen zu sein. Sinn, ja. Aber wenn dann in einem Staat geht, Tony Blair, wenn die Ministerin der Premier gauf, Beispiel. Es gibt nur aber scheinbar, wie die Leute gemengt haben, einen großen Premierminister. Mit dem Geschenk sind all die in Fünfter an der Reihe. Du hast das Stichwort eigentlich keine Rechtsstaatlichkeit. Denn Alexander Stüpp hat doch ganz stark darüber insistiert. Lo Hummer, wie der Westleif Leute, haben wir schon ja, nur Polen, nur Ungarn. Wo ein Verfahren angelegt ging aus Polen, wo auch mit Ungarn, wo man heute den Artikel 7 deklanchiert hat als Parlament, werden auch immer drauf, was der Konzert dann dazu sieht. Lohmer, ein neuer Fall, war doch ein großes Thema, war gestern das aus Rumänien. Frank, du beschäftigst dich mit der Rechtsstaatlichkeit schon ein paar Jahre. Du hast auch das Stichwort Login. Wie sagst du das mit Rumänien? Kann in den Oppositionsquellen doch leben, die den Teufel und Mauer malen und die so, wir wären im zurückgefallen an den Ceausescu-Regime? Also in Rumänien geschehen zwei Sachen, die eng als eindeutig politisch kontrollierter gewollt. Und die anderen, da sind ich mir nicht so sicher, ich meine, dass das nicht so klar ist. Das, was politisch gewollt ist, und total inakzeptabel, das ist, dass der Präsident von der Sozialistischen Regierungspartei, der selber, weil er gerichtet zu Unwählbarkeit aufgrund von Korruptionsvorfällen der Zeit verurteilt hat, nicht kein Premierminister ging, aus dem Hintergrund der von seiner Partei gestartenen Regierung, imposiert, Gesetzgebung an Sache Korruption so zu ändern, dass Korruption am Fond, wenn sie bei Politiker aufhält, keine Straftat dort bestanden ist. Das ist ein einmaliger Vorgang. An die Partei möchte du mit, wie das dann sich eben einfach ergibt. Ich finde das total normal, dass Korruption am politischen Raum, was da Rumänien ein Problem ist. An dem Moment, eigentlich in Zukunft so als Kavaliersdelikt, so, das ist just noch ein bisschen schlimm wie Falschparken oder so. So geendet. Das ist für mich an für alles nicht akzeptabel. Es gibt zusätzlich allerdings ein Problem. In Rumänien, dass der Geheimdienst, also die notfällige Organisation von Rala, berüchtigter Sekuritate, hat eigentlich total außerhalb von politischer Kontrolle agiert. Leute bedrängt, an der Politik mitmacht, an Ähnliches. Das sind selbstverständlich auch Zustände, die in einem demokratischen Rechtsstaat im 21. Jahrhundert nicht kann tolerieren. Wir wissen ja zu Lützeburg, was das für ein Zauber mal hier war, wie ein noch Mengen dafür halten, echt ein marginaler Vorfall innerhalb von der Logik vom Geheimdienst dazu gefordert hat, dass ganz politische Landschaft in Abbruch kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dauerhaft akzeptieren, dass an einem Mamba-Staat von der Union so Geheimdienst operiert, den eigentlich operiert, wie früher das Gestapo. Genau. Oder der KGB. Das geht nicht, das ist nicht akzeptabel. Mhm. Und Sie müssen verstehen, dass man damit ernsthaft Probleme hat. Ein anderer wichtiger Sujet, wo wir allen zwei drauf geschafft haben, den Christoph Hansen und ich selber. Der Christoph natürlich ein bisschen mehr intensiv, weil er das ein Dossier, den an den Umweltausschuss gehört, Transport hat eine Meinung dazu geäußert, Christoph, das sind die Reduktion von den CO2-Emissionen. Der Verkehr mischt extrem viel aus, der Straßenverkehr hält permanent nach zu, sodass man auch aufgrund von den Engagementen, die man zu Paris geholt haben, dass man eigentlich muss nichts machen. Da wäre am Anfang so, die Kommission hat 30% Reduktion vorgeschlagen bis 2030. Das Parlament als immer ein bisschen mehr ambitiös, wie aus dem Match ausgehen. Wie haben wir uns da durchgesetzt? Was haben wir definitiv gestimmt? Ja, das wie du siehst, effektiv von mir als Engagement dagegen auf der Klimakonferenz zu Paris, für als Erderwärmung zu begrenzen. Dafür müssen wir als Treibhausgasen reduzieren. Und da gibt es eigentlich zwei große Wolle, die das machen. Ich denke, das ist ein Industriesektor, der den Zertifikatshandel gibt mit Emissionen. Und da gibt es den sogenannten Nicht-ETS-Sektor, also nicht die Industrie. Und du hast dann so Sachen wie den Bau dran, du hast Landwirtschaft dran, an natürlich den Transport. Beim Wohnungsbau ist zu Lützeburg effektiv der Passivbau schon Standard. Das heißt, da können wir nicht mehr viel machen, nicht viel besser machen. Landwirtschaft machen wir schon ganz viel Agrarumweltmaßnahmen, wo wir eigentlich schon ganz weit gehen, wie du noch weiter
Kuppen zu machen, muss die Produktion reduzieren. Ich meine, das ist nicht ja. unser Objektiv. Und da könnte natürlich ein Transport. Die 64% von den Emissionen an dem Sektor, an dem Nicht-ETS-Sektor ausmachen, natürlich da ist, wo man den Hebel müssen aussetzen. Weil wir müssen an dem Nicht-ETS-Sektor bis 2030 müssen wir minus 40% hinkriegen, da das mit Schweden den höchsten Objektiv, den es erreichen ist. Natürlich, wir müssen da beim Transport aussetzen. An mir haben gestern den Rapport, den wir hier gestimmt haben, waren wir nicht ganz auf Fraktionslinie, weil wir ein bisschen mehr ambitiös waren wie ein großer Teil von unserer Fraktion. Wir waren aber bei weitem auch nicht lang. So dat, wir waren nicht lang. Ich meine, dass die Fraktion noch halb, kann ich bald so, nee, weil effektiv. Nee. Ich meine, ich muss ja so, dass die Fraktion noch ganz geprägt war von den Ländern, wo Auto hergestellt gehen. Also, das heißt, das hört sich. Du hast eine Zurückhaltung, die Menge Menschen auch nicht verständlich ist. Das heißt, die halten noch immer etwas fest, wo aber die Technik und alles rundherum weitergeht. Ja, aber sie sind aber auch nicht alle gut. Ne? Das ist schon das interessant, dass du immer mehr eine deutsche Blockade halten. Ja. Franzosen haben so gestimmt wie mir, wenn ich das richtig gesehen habe, dass ja nicht, wenn in Frankreich kein Auto gebaut wird. Ja. Also stellen sich irgendwo fest, dass an Deutschland wie längst halt auch mit der Kohle wäre. Ja. Wir halten doch fest, weil wir mengen, dass von dort nicht weiter kann gehen, da geht die Welt. Die Welt ist da nicht untergegangen und die Welt geht für den Autobauer in Deutschland auch nicht unter. Wenn sie sich so behöhlen wie andere, für die hat ja anscheinend kein ganz großes Problem. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht so richtig, wofür das auf der engen Platz mehr oder weniger gefällig möglich sind und auf der anderen ein Drama. Was ich nicht vergessen darf, ist, dass die Standards für minus 40% für die Autos und für die Kamionetten haben wir gestimmt, der das Durchgang. Am Konzert ist sie so ein ganz ambitiöses Haltung. Das kann eventuell an die Richtung sogar nur am Trilog gehen. Das könnte an die Richtung gehen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass das sich auch für Autos appliziert, die an Drittländer zusammengebaut werden und die wollen auf den europäischen Markt kommen. Das heißt, das nicht nur als europäische Produzenten, die sich darum müssen, halten, auch die anderen. Das heißt, da gibt es kein Problem mit Konkurrenz. Das ist ein bisschen das, was vier und alle Mal deutsche und osteuropäische Kollegen hier im Parlament gefährdet haben. Sie haben gefährdet, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Mehr, dass auch eine Etude von der Kommission rauskommt, dass justement die Ambition auch dazu beitragen kann, für dass neue Arbeitsplätze kreiert gehen. Was ein bisschen problematisch beim Wort von gestern ist, ist, dass man eine Transitionstechnologie, wie man das nennt, zum Beispiel Hybridautos, eigentlich defavorisiert par rapport zu Elektroautos. Ja. Elektroautos sind natürlich gut, aber machen Sinn, wenn ich nur am Stadtverkehr ist, wo kurze Distanzen gemacht werden. Auf längere Distanzen ist das aber nicht das ideale Modell. Und da muss man nur noch gucken, und da hoffen wir auch, dass am Konzern noch ein bisschen geguckt wird, für die Technologien aber auf das selbe Niveau zu setzen, weil Strom ist gut, aber wir haben aber auch viele Probleme, wenn wir nur an die Batterien denken, das sind wo Lithium und wo Nickel. Ich weiß, wie das hier könnt. Wo das hier kommt und wegen Konditionen, die du exploitiert wird. Für die Umwelt, aber auch für die Gesellschaft. Ja. Und dann den anderen Problem ist natürlich den Zürchung. Und da haben wir noch keine industriellen Prozeduren, die en place sind, für dem Meister zu gehen. Was du logisch wird, ist das Bonus-Malus-System. Das heißt, der Malus hat sich durchgesetzt, die sollen da bestraft gehen. Wir haben nicht ein bisschen für den Bonus plädiert, für Urreizer zu gehen, für das an die neuen Technologien. Technologie neutral, so ich mal, wie du siehst, auch eine Technologie wie just Elektro für auch daran zu investieren. Aber da kommt man also nicht durchgesetzt. Aber das wird noch nicht das Wort sein. Hier ist aber vielleicht das Wort. Und wir haben, wie gesagt, ein paar Dossiers einerseits ein bisschen mehr besucht, wie wir hier hatten, andererseits aber auch konkrete Dossiers, wo wir darauf schaffen. Ich sage nicht merci für das Nachgucken, für Stoßbrüche am Nummer von meinen Kollegen. Bis die nächste Woche. Wir sind am 14. Dezember im Hai. Es geht, wie gesagt, am Oktober immer ganz sicher. Da könnt eine Plenarsession oder der andere. Merci für das Nachgucken, wie gesagt, bis geschwind. Merci.